Also ich habe einen starken evangelisch-lutherischen Hintergrund, aufgewachsen in einer Gemeinde, wo sonntags immer 500, 600 Menschen zusammengekommen sind. Und in dieser Kirche wurde ich dann Pfarrer. Und nachdem ich 10 Jahre im Gemeindedienst war, kam die Berufung zur Mitarbeit in der Kirchenleitung in Stuttgart in der Ökumeneabteilung als Fachreferent für die Beziehungen zu Kirchen und anderen Konfessionen in Europa und zu den konfessionellen Weltbünden. Dazu gehörte auch die Geschäftsführung des Arbeitskreises Orthodoxe Kirchen, von denen ich fast nichts wusste, außer dass immer wieder zu mir orthodoxe Kinder in den Religionsunterricht gekommen sind, und das empfand ich als besonderes Vertrauen ihrer Eltern, dass sie ihre Kinder zu mir in den Religionsunterricht geschickt haben. Damals bei der ersten Sitzung des Arbeitskreises Orthodoxe Kirchen, da ging es um Metropoliten, um Patriarchen, um Archimandriten. Ich wusste gar nichts davon, also ich war wirklich blank und musste mich dann im ersten Urlaub intensiv einarbeiten und eine Konfessionsgeschichte und Konfessionskunde studieren. Was wirklich geholfen hat, waren dann Gespräche mit Menschen, die sich auskannten in der orthodoxen Kirche auf evangelischer Seite. Das zweite war, ich habe mehrmals die Ausstellung besucht, 1000 Jahre Kirche in Russland, mit hervorragenden Aufsätzen, die anlässlich dieser Ausstellung geschrieben worden sind, von Feri von Lilienfeld und einem damaligen Professor, wie hieß er in Erlangen? Von Hans-Christian Felmi in Erlangen. Karl Felmi, ja. Das war das Zweite, also die Ausstellung. Und dann das Dritte war, ich habe sehr früh dann begonnen, orthodoxe Kirchen in ihrem Heimatland zu besuchen. Der erste Besuch führte mich nach Bulgarien. Es war noch in der kommunistischen Zeit. Und habe ich alle Schwierigkeiten mitgekriegt, mit denen die Kirchen damals im Ostblock zu kämpfen hatte. Wesentlich war dann für mich auch, dass ich nach und nach Einladungen von orthodoxen Bischöfen bekam, die sich einfach Zeit genommen haben. Ein polnischer Erzbischof aus Lublin, Erzbischof Abel, ist eine Woche lang mit mir gereist von Gemeinde zu Gemeinde, von Kirchenbezirk zu Kirchenbezirk. Wir haben dann immer Mittag gegessen in den Pfarrfamilien. Alles war sehr einfach und bescheiden. Aber das hat dann wirklich eine ganz tiefe Beziehung ermöglicht. Einen, fast möchte ich sagen, intimen Einblick in das Leben einer orthodoxen Kirche. Und das habe ich auch weiter erlebt in Rumänien und in Syrien, ähnliche Erlebnisse.